Jo, moin, ich flüchte und ahoi, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Agathe Christie Hercule Poirot, The First Cases. Zusammen mit Hastings, a.k.a. Tony. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. so. Ja, wir haben eine herzliche Unterhaltung mit der Madame Cassandra geführt. Ein herzerwärmendes Gespräch, wie immer. Ja, das dreht dann jedes Mal den Magen um. Genau. So, wir haben noch eine Kette bei Finde heraus, was die Mitglieder des Hauses mit den jüngsten Ereignissen in Verbindung bringt. So, was habe ich hier von Cassandra? Cassandra will nicht über verbotene Bereiche sprechen. Okay. Die Bibliothek, also es gibt keine verbotene Bibliothek, weil da waren wir schon drin. Genau. Archie ist noch ein Ausrufezeichen. Archie da. Archibald behauptet, dass die Entlassungen auf die unzulängliche Arbeit zurückgehen. Okay. Und noch irgendwo ein Ausrufezeichen? Nee, aber wir haben so zwei Ketten sogar. Okay. Hohe Ansprache in der Küche vielleicht. Mut Personal ist überfordert. Wo ist Personal überfordert gerade? Rechts davon bei ihm, Archie. Das da? Ja, genau. Ah, da. Oder dem unten. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit Logik an diese Sache herangehen. Okay. Dann unten das Ding. So? Ja. Gibt es da etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Also ich hätte jetzt noch, Cassandra will nicht über verbotene Bereiche sprechen und Personal weiß aber, dass es Geheimnis gibt. Okay. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Das ist ein ganz großes Puzzle übrigens. 12.000 Teile hier. Es gibt ohne Frage ein Familiengeheimnis. Könnte die verbotenen Bereiche des Hauses der Schlüssel zu dieser Enthüllung sein? Und haben wir Schlüssel zu den verbotenen Bereichen des Hauses? Das ist die viel größere Frage. So, da haben wir was Neues aufgeploppt. Die verbotenen Bereiche könnten Geheimnis bergen. Ja. Ja, aber so. Da kann man irgendwo hin verlinken. Eine Kette haben wir noch. Ja, hohe Ansprache in der Küche oder Archibald? Archibald behauptet, dass die Entlassung auf unzulängliche Arbeit zurückgehen, verbotene Bereiche. Das so, ist, ne? Ja, genau. Großartig. Neue Unterhaltung freigeschaltet. Archibald verbirgt etwas. Die Unterlagen widersprechen Archibalds Aussage und nur eins von beiden kann der Wahrheit entsprechen. Ja, das eine ist ein niedergeschriebenes Wort. Das ist das, was ja wahrscheinlich der Dame überreicht. Also, wobei, wenn die Dame nicht mehr da ist, warum liegt ihr Kündigungsschreiben noch in der Küche, also in der Speisekammer rum? Naja. Bei den Entlassungen des Personals scheint nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Die widersprüchlichen Geschichten über die Kündigungsgründe lassen mir nur umso mehr an ihrer Richtigkeit zweifeln. Abgeschlossen. Genau. Und irgendwas irgendwo? Nee, hier ist gerade mal alles durch. Gut. Kann es jetzt vielleicht sein? Gucken wir mal. Aber da oben liegt auch noch was bei. Ach nee, wobei. Das sind nur die Charaktere. Ich weiß immer nicht, wie uns das noch weiterbringt. Dann reden wir nochmal mit Archibald. Und da steht wieder. Ah ja, Ausrufezeichen. Sehr schön. Wie kann ich helfen? Der Geruch aus der Küche wird langsam unerträglich. Okay. Ah, perfektes Timing. Ich wollte mich gerade aufmachen, um alle im Speisezimmer zu versammeln. Aha, na endlich geht's los hier. Mhm. Très bien. Wunderbar. Ja, Maman, vielleicht die Türkei. Ich würde Gedeons Heimatland nur zu gerne mit eigenen Augen sehen. Ich bin sicher, dass wir uns auf einen Ort einigen können, den wir vielleicht beide noch nicht bereist haben. Das war wahrlich mein größter Erfolg. Ich bin nicht sicher, ob Ihre Arbeiter dazu stimmen würden. Sind Sie sicher? Ich habe Ihr Gesicht ganz bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand so ähnlich sieht. Zumindest mit meinem Geist hebe ich mich ohne Frage ab. Ich habe schon immer davon geträumt, die westindischen Inseln zu umsegeln. In dieser Hitze? Und mit deinem Teint? Aber Sie haben schon einmal in der Hauptstadt gelebt? Oui, Mademoiselle. Ich habe den Großteil meines Arbeitslebens dort verbracht. Vielleicht schläft er den Rausch von einer halben Flasche Whisky aus. Lass uns nicht so blasé mit unseren Meinungen sein, Bruder. Wenn Sie mich fragen. Das hat, glaube ich, niemand. Uiuiui. Ach Gott, da hing aber ein ganzer Wildpark an der Wand, ey. Ja. Sie sind der Officer. Die Schießerei auf dem Dach. Ihr Gesicht war auf unserer Titelseite.
Wie mir scheint, bin ich nicht der Einzige hier, der über ein Talent im Schlussfolgern verfügt. Sie... Bitte, kommen Sie schnell! Der Major wurde in seinem Studierzimmer ermordet! Ah. Mesdames et Messieurs, ich bin Detective Hercule Poirot von der belgischen Polizei. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Ich werde umgehend mit meiner Untersuchung beginnen. Dum, dum, dum. Monsieur Sterling, bitte, zeigen Sie mir den Weg. Okay, also doch ein Mord. Ja. Im Studierzimmer. Achte auf das Augensymbol, das du... Naja. Kapitel 3. Juhu. Der Major. Oh, das Fenster scheint kaputt zu sein, oder? Ja. Oder offen, okay. Dann merke ich, dass mein Nasch ein düsteres Kältegefühl ist. Mein Eindruck spürbar. Kein Wunder, das Fenster ist kaputt. Mach doch mal jemand das auf. Fenster zu, ey. Dies ist Mr. Higgins Studierzimmer, Detective. Wollen Sie, dass ich hier bleibe? Boah, hör mal das Gerede draußen. Ja. Ich habe vollstes Verständnis, falls solch ein Schauplatz Ihnen Unbehagen bereiten sollte. Machen Sie sich keine Sorgen, Detective. Ich habe in meinen Jahren schon weitaus schlimmere Dinge gesehen. Okay. Ich bin dankbar dafür, jemanden Ihrer Unverwüstlichkeit an meiner Seite zu wissen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ihn jemand so kaltblütig ermorden würde. Es ist so skrupellos. Ich bewundere Ihr Vertrauen in Ihre Mitmenschen. Aber es würde Sie überraschen, zu was Menschen alles bereit sind, wenn Sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Hm. Genau, dann haben wir mehr Antwort bekommen. Welche Mitglieder des Personals hatten alle Zugang zu diesem Büro? Oder was können Sie mir über den Telefonanruf erzählen, den der Major vorhin erhalten hat? Das sollten wir vielleicht zuerst fragen, weil das hat er uns vorhin nicht gesagt. Ja. Telefonanruf? Ah ja, es war einer seiner Geschäftspartner. Okay, ein wenig mehr Details bitte. Kennen Sie diesen Geschäftspartner? Er hat keinen Namen genannt. Ich glaube, er war Franzose. Der Akzent verwirrt mich immer noch manchmal. Ja, das kann ich nicht glauben. Warum? Ich überhaupt nicht. Ich finde, das klingt völlig normal. Der Akzent hat so schön geprickelt auf meiner Zunge. Und hat der Major auf irgendeine Weise anders geklungen als sonst? Panisch, angespannt, war irgendetwas ungewöhnlich? Zumindest ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Ich glaube, dass er beschämt war, weil Master Gideon ihn mit nur einem Schlag zu Fall gebracht hat. Das würde mir nicht anders gehen. Nur einem Schlag. Genau. Wenn das ein heftiger Schlag war, dann... Na ja, gut. Ja. So, welche Mitglieder des Personals hatten Zugang zu diesem Büro? Mr. Hagen hat grundsätzlich verboten, dass Personal sein Studierzimmer betritt. Außerdem waren alle Mitglieder entweder in den Personalquartieren oder Teil der Bedienung für das Abendessen. Ist das das Zimmer, was eventuell die eine Madame da hat betreten und dann entlassen wurde? Ja, aber wenn wir es jetzt mal faktisch betrachten, die einzigen Personen, die wir nicht gesehen haben, waren der Major, die Elizabeth und ihr neuer Mann. Gideon, ja. Die können nur die drei gewesen sein, eigentlich. Denke ich. Also zumindest wenn der Mord passiert ist, während wir die ganze Zeit im Haus rumgegeistert sind und Leute befragt haben, dann ja. Ja, genau. Es kann in der Theorie auch noch Inge gewesen sein, weil zu Inge hatten wir erst Zugang, nachdem die Tür wieder aufgemacht wurde. Genau, richtig. Aber die ist und wir wissen nicht, wann dieser Mord hier passiert ist. Offensichtlich hat ihn auch kein Mensch beim Essen vermisst. Richtig. Ja. Übrigens, den Sessel sollten wir uns mal merken. Da liegt irgendwie so ein Brief oder Zettel, glaube ich, nicht da gerade. Und Sie sind sich sicher, dass alle Mitglieder des Personals anwesend waren? Jeder Einzelne. Es ist meine Aufgabe, jederzeit über die Aufenthaltsorte aller Mitglieder des Personals Bescheid zu wissen. Deswegen stehe ich immer nur neben dem Telefon. Das war der Butler im Studierzimmer mit dem offenen Fenster. Er ist erfroren. Fall gelöst, Cluedo zu Ende. Ach, genau. Das ist ein anderes Game. Ich schätze Ihre Unterstützung und Diskretion in dieser Angelegenheit wirklich sehr. Okay, schauen wir uns mal um. Ja, gucken wir ihn vielleicht erstmal an, dass wir vielleicht schon irgendwie Stichwünschen und sonst irgendwas sehen. Die Leiche des Majors. Ah. Oh. Ein Stich.
sowas. Eine einzelne Stichwunde. Mach du ruhig. Okay, eine einzelne Stichwunde. Ich hätte mehrere Stichwunden erwartet, wenn der Täter es von Anfang an auf einen Mord abgesehen hätte. Und da finden wir einen richtigen Punkt. Oh. Das wurde aber... Ist das das Pfeilchen, was ihm Gideon zugefügt hat vorher schon. Oder kam das dann? Okay. Ein Ergebnis der Auseinandersetzung, Monsieur Demi. Obwohl er nur einmal zugeschlagen hat, ist das Hämatom auf dem Gesicht des Mädchens stark ausgeprägt. Ja, gut. War halt ein harter Schlag. Ja. Ich muss hier alle meine Entwicklungskünste und meine ganze Erfahrung zum Einsatz bringen. Außer der Stichwunde kann ich der Leiche keine sonderlichen Hinweise entnehmen. Neue Gedankenkarte. Ja, der Mord. Ich wurde eingeladen, um einen Erpresser aufzuspüren. Doch die Wahrheit hinter dem Mord des Majors herauszufinden, muss nun Vorrang haben. Ja, gute Nacht. Der Blutung aus dem Gesicht, eine Stichwunde. Entschuldigung. Schlecht geschlafen, kurze Nacht, keine Ahnung, war irgendwie auch. Okay, so, also lila Bluterguss im Auge des, im Gesicht des Majors und einzelne Stichwunde. Genau. Mein einzelner Stichwunde kann auch so ein Trick sein, ich weiß ja nicht, wo war der Stich? War das auf Herzhöhe zumindest oder so? Weil ich finde, so ein Stich ist nicht immer so gleich dann, oh, er kippt sofort instant tot um. Ich glaube, das war hinten am Rücken, oberhalb des Gürtels irgendwo. Vielleicht ist er vorher vergiftet worden und danach erstochen worden. Das war nämlich mein Gedanke, dass man den Stich als Tarnung ausgibt. Könnte sein. Gift ist ja immer so, sagt man immer, die Waffe der Frau oder so. Ja, gucken wir mal, da liegt ja noch ein bisschen Zeug rum. Ja, ach, hier liegt noch Brieftasche. Genau. Schließen wir schon mal Rauchmord aus. Anscheinend wurde sie nicht angerührt. Ja. Okay. Dann liegt da irgendwas auf dem Schränkchen links. Oh, Metall einmal, gucken wir da mal rein. Das ist seltsam, einen Eimer dieser Größe für eine solch geringfügige Menge an Wasser zu verwenden. Okay. Wozu braucht man eigentlich da so einen Eimer Wasser? Um sich frisch zu machen? Gab es keine Badezimmer früher? Ja, normalerweise war das so eine weiße Porzellanschüssel, wie man es in alten Filmen immer gesehen hat. Ja. Naja, ein rostiger Eimer tut es im Zweifel auch. Ja. So. Jetzt wieder über den Schnee anfängst zu diskutieren, ne? Okay. Ja, mach's doch zu, Junge. Genau. So. Brief. Brief. Oh, hier sag ich auch noch was. An der Seite befindet sich eine Notiz. Sie kennen mich nicht, doch ich kenne Sie und Ihre Vergangenheit nur zu gut. Es sind schon viele Jahre ins Land gegangen und seit jenen Tagen sind Ihre Daten von der Welt verborgen geblieben. Daten, die selbst den intelligentesten Mann beschämen würden. Die Details sind so abscheulich, dass es mir sicherlich die Tränen in die Augen treiben würde, wenn ich sie hier niederschreiben müsste. Okay, krass. Nun ist die Zeit gekommen, um die Wahrheit offenzulegen. Obwohl ich nicht nur eine Person für das Ergebnis verantwortlich war, waren sie es doch, die das letzte Stück des Puzzles gelegt hat. Jenes Stück, das zu keiner zu legen bereit gewesen ist. Wenn Sie weiterhin ein freier Mann bleiben wollen, dann bereiten Sie ein braunes Papierpäckchen mit 5.000 Franken vor. Adressieren Sie es an Monsieur Dupont. Bringen Sie es anschließend vor Ladeschluss am Mittwoch, das Schusserei Papier und Sonne. Obwohl Sie noch etwas Zeit haben, Ihren nächsten Schritt zu planen, würde ich mir an Ihrer Stelle nicht zu viel Zeit lassen. Sollte die Welt von Ihren Verbrechen erfahren, wird sie mit Ihrer Bestrafung sicherlich ebenso wenig zögern. Das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Text, den wir schon aus dem Erpresserbrief hatten? Ja, so ähnlich. Ja, vor allem Monsieur Dupont, Ladenschuss und Papier und Söhne. Ja, ne? Mhm. Oh, kann es sein, dass vielleicht gar nicht die Familie erpresst wurde und es versehentlich bei denen gelandet ist? Mhm. Oder dass der Major erpresst wurde und der Familie weitergeschoben hat, weil er das Geld nicht hat und so? Hm? Genau. Weil wir wissen ja von dem anderen Demir-Bruder, dass der im Krieg irgendwelche Sauereien gemacht hat, der liebe Major. Ja. Mhm. Ein weiterer Erpressebrief. Er wurde auf ganz ähnliche Weise verfasst wie die Briefe an Mademoiselle Angeline. Hatte der Major ein ganz eigenes Geheimnis? Oder war er vielleicht der Verfasser der Briefe? Besudelter Teppich.
Oh. Wirklich schlimme Flecken. Es ist wirklich eine Schande, dass dieser schöne Teppich nun für immer ruiniert ist. Ja, echt mal, Major. Hätte es nicht mal einen Meter weiter fallen können, hätte sie den Teppich noch gerettet, ey. Mann. Oh, hier. Delle im Putz. Okay. Oh. Es ist überraschend, dass diese Delle nicht beachtet worden ist. Sicherlich wäre sie doch schnell und einfach zu beebben gewesen. Tresor. Ha. Ein sperriger Tresor, der eindeutig gute Sicherheit bietet. Er ist verschlossen und eine Schatulle mit Wertgegenständen ruht darauf. Mhm. Und die Wertgegenstände auch an? Ne, okay. Oh, Toni. Mhm. Siehst du das? Was denn? Guck mal in den Spiegel. Kein Schatten. kein Spiegel. Ja, das ist. Wir sind ein Vampir. Ja, bei den Dings nicht. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nein, alles gut. Okay. Gucken wir mal am Schreibtisch, ob wir da noch irgendwas machen können. Achso, am Schreibtisch? Am Schreibtisch und auf dem Holz. Da war ich schon. Also, ich bin hier immer schon. Du siehst leider die Maus halt nicht, aber ich war hier schon einmal überall rüber gefahren. Ich wollte auch der Schuhhakenhalter hier oder was das ist. Ist ja auch so grafisch hervorgehoben, aber da kann ich auch nichts machen. Mhm. So, da ist der Major, da ist das. Mhm. Das war da? Offenes Fenster? Okay, das haben wir schon. Offenes Fenster. Gut, dann einmal hier. Mhm. Eine Kette. Finde heraus, was vor dem Mord des Majors vorgefallen ist. Mhm. Ach du Heiligste. Ganz viele Dinge, okay. Großer Scheck. Große Geldsumme. Das haben wir gefunden? Nee, okay. Eigentlich nicht. Okay, großer Scheck. Ausgestorben Monsieur de Silva für Sicherheitsberatung, die das Majors geleistet hat, eine äußerst spezifische Dienstleistung, okay? Mhm. Eine beträchtliche Geldbetrag, den der Dieb sicherlich nicht übersehen hätte. Vielleicht wurde etwas anderes gestohlen, genau. Hier fest verschlossen. Und die Kommunikation kommt hier niemand rein. Ja, bei dem Tresor halt. Schmuckschatulle. Was sie auf dem Tresor gefunden hat, wurde ihr Inhalt nicht angerührt. Hat sie den Tresor weggespart? Das mag ich nicht so sagen, okay? Offenes Fenster. Fallender Schnee. Und häuft ihn langsam an. Okay, Fenster im zweiten Stock. Nur ein Wahnsinniger würde das Betreten oder Verlassen durch ein Fenster in dieser Höhe in Betracht ziehen. Ja. Kommt drauf an, wenn draußen da vor dem Fenster noch ein gewaltiger Busch ist, plus schneebedeckt, könnte man es wagen, Sims, aber... Auf dem man entlang laufen kann. Oder so. Aber das können wir nicht sehen. So, Delle im Putz. Alter, die Delle sieht ja riesig aus. Ja. Ich so amerikanisch Leichtbauweise oder so. Ja. Vielleicht haben sie den Kopf vorher erst noch dagegen geknallt. Ja, stimmt. Oh Gott. Delle im Putz. Es ist überraschend, dass diese Delle nicht beachtet. Okay, das ist derselbe Text, den wir vorhin schon vorgelesen hatten. Nicht repariert wäre doch eine Leichtigkeit gewesen. Okay. Oder der Schaden ist neu. Ja. Mhm. So, besudelter Teppich. Das ist gar nicht das Blut des Majors, das ist irgendwas anderes. Also eine Brand oder Asche oder irgendwie sowas. Mhm. Eine Zigarre vielleicht? Könnte sein. Brandfleck, ja, Brandfleck. Ja, okay, vielleicht hätte ich einfach... Das heißt, jemand hat, also er ist dann wahrscheinlich tot umgefallen, aber jemand hat dann noch die Zigarre beiseite geräumt. Ja. So, dann haben wir hier oben noch übrig gebliebene Eiswürfel. Metalleimer. Ach, das war im Eimer, Eiswürfel, okay. Aber wahrscheinlich, um sein Auge zu kühlen. Die Eiswürfel können wir gleich mal verknüpfen mit dem lila Bluterguss. Würde ich sagen. So? Ja. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich die Wahrheit enthüllen will. Irgendwie nicht. Ein Stock fallender Schnee nicht repariert. Großes Geld zum Fenster verschlossen, fest verschlossenes Schmuckschatulle. Vielleicht große Geldsumme und Schmuckschatulle nach dem Motto, es ist kein Raub gewesen.
Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Die offensichtliche Wertgegenstände wurde nicht entwendet. Warum würde der Mörder keine Belohnung für seine Mühen mehr? Weil das nicht sein Ziel war. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Und noch eine Kette. Okay. Eine Kette. So, auf den ersten Blick sehe ich gerade nichts, was direkt passen würde. Ja, ich hätte halt gedacht, hier Eiswürfel mit Auge, aber das passt ja nicht. Das hatten wir schon, das ist ja schon rot markiert hier. Ja, ja, genau. Eiswürfel, Fenster, zweiter Stock. Der Stichwunde passt auch nicht, nee. Wunde verursacht, Bluterguss, Bell im Putz. An der Schnee. Eventuell, aber das ist auch wieder so. So, der Tresor rüber, ist ja, fest verschlossen. Das ist eine Nummer doppelt gemobbelt. Ordnung und Methode. Diese Kombination ist der einzige Weg, um dieses Problem zu lösen. Na. Was ist schick? Große Geldsumme. Das sieht nochmal, oder was? Gibt es da etwas, das ich mache? Ich würde so fast sagen, sonst gucken wir noch mal ein bisschen weiter und gucken, ob wir später die Kette hier irgendwie kriegen. Ja, ja, würde ich sagen, ja. Weil so offen, ich weiß nicht, ich sehe da jetzt nicht wirklich was, was ich direkt miteinander verbinden würde. Wie gesagt, also die Bluterguss und Dingsbums, aber das haben wir ja schon probiert. Ja, das deswegen. Und wenn man Metalleimer mit Bluterguss verbinden? Metalleimer? Ich kann die Hauptdinger kann ich nicht anklicken. Ah ja, okay, ja, dann nicht. Ja, dann gucken wir noch mal weiter. So, wir haben ja hier auch noch was. Untersuche die Erpressung. Da sind wir jetzt auf den Tresor gestoßen. Okay. Was haben wir da oben noch? Da oben haben wir noch einen Erpresserbrief. Okay, ansonsten nichts Neues. Okidoki. Was haben wir hier noch? Feuchter Boden. Oh ja. Ja, das wollen wir nicht. Oh. Ein großer Bereich des Bodens scheint feucht zu sein. Was könnte der Grund dafür sein? Ich wundere so, dass hier so viele Gegenstände an dieser Wand sind, die ich alle nicht anwählen kann. Ja. Vielleicht können wir jetzt, wo wir den feuchten Boden haben, irgendwas nochmal mit... Aha, guck mal hier. Feuchter Boden, Teppich, das wird hier... Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Jemand hat den Eimer umgeworfen und ihn dann neu positioniert. War es jemand anderes als der Major? Oh, zwei neue Ketten? Okay, krass. Einmal wurde umgestoßen. Warte mal, ist das jetzt wieder frei? Nein, okay. Fenster, zweiter Stock, feuchter Boden. Besudelter Teppich. Ein Fleck. Einmal feuchter Boden, vielleicht einmal umgestoßen, vielleicht wollten sie damit das Feuer löschen oder sowas entstanden. Vielleicht hat Angst, ganz zu brennen oder so. So? Nee, ich hätte es ja nicht. Ich darf mich keinem Impuls hier. Okay. Warte, einmal feuchter Boden, was wolltest du? Ach, das da? Einmal wurde umgestoßen, das hätte ich vielleicht versucht, ja. Ordnung und Methode. Diese Kombination ist der. Ich vermute, uns fehlt wieder irgendwas noch. Ja, uns fehlt noch irgendwas. So wie hier der Teppichbodenfleck. Boah, keine Ahnung. Wegschön, Fenster im zweiten Stock, fallender Schnee. Ist verschlossen. Boah, ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist sehr weit hergeholt, aber man könnte, das ist aber, ich glaube nicht, dass es das ist. Fenster im zweiten Stock mit der Stichwunde verbinden, um damit festzustellen, der Mörder kann nicht daraus, also der muss noch unter uns sein. So, nach dem Motto. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang finden. Dann lass es gut sein. Dann gehen wir. Natürlich blinkt jetzt wieder alles hier. Oh Gott. Wirklich, denn wurden nicht entwendet. Fenster im zweiten Stock. Nicht repariert. Hatten wir die zwar nicht sogar schon mal. Die hat man schon mal probiert, glaube ich, oder? Einige mögen es Glück nennen. Doch ich nenne es einen Geistesblitz. Okay.
Falls sich jemand die Mühe gemacht hätte, die Wand hochzuklettern, dann hätte er doch sicherlich auch einige Werkstätten mitgenommen. Ja, okay. Genau, okay. Genau. No. Kein einfacher Einbruch. Ja. Noch eine Kette. Nur die zwei haben eben geblinkt hier. Ja. Wie auch immer der umgefallene Eimer mit der Wandputzarie zusammenhängt. Was für eine Enthüllung! Es gibt Anzeichen dafür, dass es im Studierzimmer eine Auseinandersetzung zwischen dem Major und einem Unbekannten gegeben hat. Ach so, ja okay. Das passt. Vielleicht wollte der Eiseimer ja gegen die Wand und das ist die Delle. Stimmt. Oh, Zeichen für einen Kampf. Gut, also wir hier durch. Ich kann bestätigen, dass der Eindringling sich keinen Zugang zu dem Fenster verschafft. Es war töricht von mir, nach meiner Ankunft nicht sofort die Tür zu überprüfen. Ja, dann tun wir es auch jetzt. Zum Schlafzimmer. Das, warte mal, wenn es hier zum Schlafzimmer geht, wo betritt man denn dann das Zimmer? Keine Ahnung. Gibt es hier noch eine Tür, die ich nicht sehe? Eigentlich nicht. Na gut, okay. Das sind keine Anzeichen für Gewalteinwirkung oder Manipulation zu kennen. Hat der Täter vielleicht einfach nur geklopft und wurde dann hereingebeten? Im Schlafzimmer des Majors. Wir können nicht rüber. An der Tür sind keine Anzeichen von Gewalteinwirkung oder Manipulation zu erkennen. Hat der Täter vielleicht einfach nur geklopft? Ah, ja. Das ist der Text. Ah, okay, guck mal hier. Ist gleich eine neue Kette wieder wert hier. Da. Tür zum Schlafzimmer. Logischer Eintrittspunkt. Ist der Mörder einfach durch die Vordertür spaziert? Vielleicht mit Anzeichen? Nee. Ja. Ja. Ein weiterer Erfolg. Oh, doch, okay. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ja, du bist der Größte. Den Beweisen zufolge ist eine Art Kampf ausgebrochen, nachdem der Mörder sich einige Zeit im Raum aufgehalten hatte. Er scheint also ungehindert eingetreten zu sein. Er hat den Raum zwischen Schlafzimmer und Studierzimmer betreten. Was ich noch nicht sagen kann, ist jedoch, ob er vom Major eingeladen worden ist oder ob er das Zimmer unbemerkt betreten hat. Gedankenkarte abgeschlossen. Und damit würde ich auch fast sagen, weil wir so bei fast 30 Minuten sind, haben wir die Folge auch abgeschlossen. Genau. Dann bedanke ich mich bei Ace Nings fürs Mitritzeln. Immer sehr gerne, Monsieur. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann gerne kommentieren, abonnieren, liken. Wir sehen und hören und rätseln uns dann beim nächsten Mal wieder weiter. Bis dahin, macht's gut. Hummel, Hummel. Macht's.